Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Die Molkerei Bauer hat angekündigt, jetzt diesen Monat noch zwei vegane Joghurts auf den Markt zu bringen zum Kampfpreis von 89 Cent für den 150 Gramm Becher. Und das hat mal wieder natürlich für einige Aufruhr in der veganen Szene gesorgt, weil es ist wieder ein nicht veganes Unternehmen, das ein veganes Produkt auf den Markt bringt. Und ich habe ja schon einmal ein ähnliches Video gemacht zum Thema ja, diese Wiesenhof Aufschnittwurst und so, die ja Ei enthält. Aber dieses Mal handelt es sich tatsächlich um ein rein veganes Produkt. Und die Frage ist jetzt, ob man das als Veganer unterstützen sollte. Und ich werde euch dazu keine abschließende Meinung geben. Ich werde euch einfach ein paar Gesichtspunkte mit auf den Weg geben, sodass ihr dann eure eigene Entscheidung fällen könnt. Zunächst einmal, das Produkt ist rein vegan und damit ist es schon mal per se besser als ein Produkt mit Kuhmilch. Denn auch wenn die Firma nicht vegan ist, heißt es immer noch, dass für dieses Produkt keine Kühe ausgebeutet werden und es eine bessere Alternative darstellt. Der Knackpunkt ist eben, dass von den 89 Cent, die man für das Produkt ausgibt, natürlich auch die Milchproduktion mitfinanziert wird, die die Molkerei Bauer ebenfalls betreibt. Und das größte Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist nicht nur, dass es ein nicht veganer Konzern ist, sondern ein nicht veganer Konzern ist, der existierende Produktionsanlagen hat und dass für die keine große Sache ist, die Produktion umzuswitchen und die halt Skaleneffekte nutzen können, Skalenökonomie, was eben den Preis dann so lächerlich gering treibt. Also im Vergleich zu anderen Joghurts, veganen Joghurts halt ziemlich gering. Und das kann dann eben genau die Verdrängungseffekte haben, die wir bei anderen Produkten gesehen haben, zum Beispiel bei der ganzen Veggie-Life-Serie, die von solchen Sachen wie eben den Produkten von Wiesenhof einfach aus den Supermarktregalen größtenteils verdrängt worden sind. Und auch wenn die Produkte von den Großherstellern, von den nicht veganen Großherstellern selber vegan sind, trägt man schon Verantwortung dafür, wenn man dann so einen Effekt hat und dann mitunter Kleinunternehmen nicht unterstützt, die wirklich aus tatsächlich bestehenden ethischen Motivationen vegane Produkte auf den Markt gebracht haben. Das kann man so einem Konzern wie Bauer oder Ehrmann wahrscheinlich unterstellen, dass die nicht aus ethischen Gesichtspunkten angefangen haben, einen veganen Joghurt zu produzieren, sondern dass es um Geld geht und die einfach quasi als Trittbrettfahrer auf den veganen Zug aufspringen wollen. Letzten Endes kommt es aber auch immer auf die Situation an, in der man sich befindet. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass das Produkt jetzt nichts für eingefleischte Ethik-Veganer ist, aber zum Beispiel für deine 89-jährige Omi, die ihrem Enkelkind mal was Gutes tun möchte und ansonsten vielleicht einen Kuhmilchjoghurt kaufen würde, weil sie die anderen Marken so komisch findet, die anderen veganen Marken so komisch findet, dass sie dann sieht, dass Bauer ein Unternehmen, das es schon vor lange gibt, zu dem sie vielleicht auch irgendwelche Gefühle hat, dann vielleicht eher zu dem Produkt greift und das dann ihrem Enkelkind kauft. Das ist durchaus möglich. Welches Resultat ist davon besser? Der Kuhmilchjoghurt oder der vegane Joghurt? Das absolute Plus ist eben einfach dieses Vertrauen, das diese Unternehmen in der Gesellschaft genießen. Und damit können sie auch eine viel breitere Masse an den Veganismus heranführen, an vegane Produkte heranführen, die ansonsten nicht unbedingt auf die Idee kommen würden, ein veganes Produkt zu probieren. Denn lasst uns mal ganz ehrlich sein, viele von den veganen Produkten schmecken einfach nicht so wie das tierische Äquivalent oder haben nicht die gleiche Konsistenz oder haben nicht das gleiche Aussehen oder sind einfach sehr viel teurer und da man kauft quasi immer die Katze im Sack. Und wenn man dann aber sowas wie von Bauer kauft, kann man sich schon eher sicher sein, dass das nicht absolut scheiße sein wird, was man da gerade kauft. Und ich denke, so geht es wahrscheinlich auch vielen anderen Konsumenten, vielen anderen nicht veganen Konsumenten. Und deshalb denke ich, dass gerade für den Einstieg in eine vegane Ernährung diese Produkte durchaus eine Berechtigung haben. Von der Rezeptur her ist übrigens der Vorteil, dass diese beiden Joghurts, zumindest laut der Produktverpackung, die sieht so aus, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, meine Kamera hat keinen Spiegel, dass die ohne Soja daherkommen und sojafreie vegane Joghurts zu bekommen, ist dann ja nochmal eine Ecke schwieriger. Wieder ein Pluspunkt für Bauer. Das sind so meine Hauptvorteile, meine Hauptbedenken bei dieser ganzen Entwicklung. Wie seht ihr das Ganze? Ich habe euch eine Umfrage da in die Karten reingestellt. Würdet ihr so ein Produkt kaufen? Würdet ihr es in Erwägung ziehen, den Joghurt von Bauer zu kaufen und zum Beispiel nicht den Joghurt von Alpro oder den Joghurt von Berif oder irgendwas. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann, Leute!